Moin, moin, Automated Lot hier und heute zeige ich dir, was die ganzen CSS-Schattenparameter bedeuten und wie du aus so einer Box hier mit CSS-Schatten so eine Box machen kannst. Also bleib dran. Okay, also erstmal ganz kurz, falls du nicht weißt, wie man in Unbounce Textschatten und Boxschatten einrichtet, wir haben dazu eigene Videos gemacht und der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Aber jetzt zurück zu den Schattenparametern. Also erstmal zum Boxschatten. Ein Boxschatten hat normalerweise 5 Parameter, die siehst du hier rot hinterlegt. Und ich gehe jetzt mit dir einmal von links nach rechts die einzelnen Parameter durch und was sie bedeuten. Der erste Parameter ist der Versatz in horizontaler Richtung. Und du siehst hier, wenn du negative Werte nimmst, dann ist der Versatz nach links. Und bei positiven Werten nach rechts, in diesem Fall minus 20 und plus 20 Pixel. Wenn du einen Wert von 0 nimmst, dann ist der Schatten zentriert. Der zweite Parameter ist der vertikale Versatz und hier ist es so, für negative Werte ist der Versatz nach oben und für positive nach unten. Und auch hier wieder bei einem Wert von 0 hast du einen zentrierten Schatten. Der dritte Parameter ist der Unschärferadius und das kannst du dir so vorstellen, wie diffus der Schatten ist. Also bei 0 Pixeln hast du eine sehr harte Schattenkante und wenn du höhere Werte nimmst, wie in diesem Fall 15 Pixel, dann bekommst du einen diffuseren Schatten und das kannst du halt auch als Stilelement einsetzen. Der vierte Parameter ist der Ausdehnungsradius und das bedeutet einfach nur, wie viel größer der Schatten ist als das Element, was ihn wirft. Und du siehst hier auf der linken Seite bei 0 Pixeln ist der Schatten genauso groß wie die Box und auf der rechten Seite bei 15 Pixeln ist der Schatten größer als die Box und zwar um 15 Pixel größer in alle Richtungen. Und der letzte Parameter ist die Farbe und die besteht aus zwei Teilen. Am Anfang hast du den hexadezimalen Farbcode. Also das Hashtag und dann die 6 Stellen. Und da siehst du hier auf der linken Seite, ne, 6x0, das ist der Code für schwarz. Und auf der rechten Seite 2F und dann 4 Nullen ist der Code für rot. Und dann bekommst du auch einen roten Schatten. Und der zweite Teil vom Farbcode ist der Alpha-Kanal. Und das bedeutet einfach nur, wie durchsichtig oder undurchsichtig der Schatten wird. Ne, zum Beispiel 2x0 würde bedeuten, der Schatten ist völlig durchsichtig, also man würde ihn nicht sehen. Hier 2x7 ist so ungefähr in der Mitte, das heißt, man bekommt so einen grauen Schatten und 2x F ist dann halt volle Undurchsichtigkeit und da bekommt man halt so einen dicken schwarzen Schatten hier. Und dann gibt es noch einen Zusatzparameter und das ist Inset. Den fügst du einfach vor den anderen Parametern ein und dann bekommst du diesen Effekt, dass der Schatten auf die Box vom Hintergrund geworfen wird und nicht mehr von der Box auf den Hintergrund. Und das ist halt einfach nur nochmal ein zusätzliches Stilelement. Und das war es auch schon für die Boxschatten. Und jetzt zum Textschatten, die sind eigentlich genauso, nur dass man halt statt 5 nur 4 Parameter hat, hier in Rot hinterlegt. Und auch hier wieder der erste Parameter, der horizontale Versatz, ne, negativ nach links, positiv nach rechts. Der zweite Parameter, der vertikale Versatz, ne, auch hier negativ nach oben, positiv nach unten. Und der dritte Parameter ist hier der Unschärferadius. Hier würde ich dir empfehlen, außer wenn du ganz helle Farben hast oder das unbedingt als Effekt haben möchtest, dass du nicht einen Unschärferadius von 0 nimmst, weil ne, in diesem Beispiel siehst du, die Schrift wird dann schnell unlesbar. Und dann lieber sowas wie 10 Pixel als Unschärferadius nehmen und dann hast du halt diesen diffusen Schatten, aber die Schrift bleibt lesbar. Und der letzte Parameter ist wieder die Farbe, die sich zusammensetzt aus dem Farbcode und dem Alpha-Kanal. Und das funktioniert auch hier genauso wie beim Boxschatten oben. Okay, und jetzt wo du weißt, was alle Parameter machen, können wir nochmal zurück zum Beispiel vom Anfang. Und hier ist es so, dass die einzelnen Elemente mehrere Schatten haben. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du hinter den Parametern ein Komma setzt und dann einen neuen Satzparameter einträgst. Und du siehst, der Text hat hier 3 Sätze an Parametern, also 3 Schatten. Und die Box hat 2 Schatten. Und hier ist es so, dass der erste Textschatten 0 Pixel Versatz in horizontaler und vertikaler Richtung hat und nur einen ganz kleinen Unschärferadius von 2 Pixeln mit einer Farbe weiß. Und dadurch kommt diese feine weiße Linie um den Text zustande. Der zweite Textschatten hat auch keinen Versatz in horizontaler oder vertikaler Richtung, ist rot und hat einen Unschärferadius von 20 Pixeln. Und dadurch kommt halt dieses rote Leuchten direkt hinter der Schrift zustande. Und der dritte Schatten ist genau wie der zweite, aber mit einem höheren Unschärferadius von 35 Pixeln. Und das gibt dieses diffuse Leuchten um das Ganze herum. Der Boxschatten besteht jetzt aus zwei Teilen, und zwar aus einem inneren schwarzen Teil, der einen Ausdehnungsradius von 10 Pixeln und einen Unschärferadius von 10 Pixeln hat. Und der äußere Schatten ist rot mit einem Ausdehnungsradius von 30 Pixeln und einem Unschärferadius von 30 Pixeln. Und dadurch bekommst du halt dieses rote Leuchten drumherum, was auf beiden Seiten diffus ist
Und hättest du jetzt den inneren Schatten nicht, hättest du halt eine scharfe rote Kante um die Box herum. Naja, sieht ganz gut aus oder auch nicht. Also du kannst ja einfach selber mal ein bisschen mit den ganzen Parametern und mit mehreren Schatten rumspielen. Und dann bekommst du auch schnell ein Gefühl dafür, was die ganzen Parameter bedeuten und wie sie zusammenspielen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, abonniere den Kanal und über Fragen und Feedback unten in den Kommentaren freuen wir uns auf jeden Fall immer. Bis zum nächsten Mal.